Der FSV Thalau ist Meister der Kreisoberliga Süd. Mit zahlreichen Fans haben die Rhöner am vergangenen Wochenende auf den Titelgewinn angestoßen. Für Trainer Gerhard Wiegand war es nicht die erste Meisterschaft. Im Seniorenbereich hatte er 2004 marklos den ersten Titel geholt. In Flieden war dann 2010 Schluss mit Chubby Chubby. Und nach einigen Bierduschen ging es dann zum FSV Thalau. Für Wiegand eine besondere Meisterschaft. Das Besondere an Thalau ist die Vorderrhöner Luft, die schönen Wälder, der tolle Sportplatz und die vielen, vielen Thalauer, die ganz fußballbegeistert sind und uns jeden Sonntag super, super unterstützen. Dementsprechend feuchtfröhlich ist es auch am Sonntag zugegangen. Unsere Titelfeier war sehr schön. Ich muss dazu sagen, das Umfeld hat uns total überrascht, sowohl in Gressenbach als auch in Thalau. Sie ging sehr lange. Ich habe mich dann irgendwann ausgeklinkt, weil in meinem Alter brauchen wir ein bisschen mehr Schlaf. Und die Jungs haben bis tief in den Montag hinein gefeiert. Wird sich Thalau nun auf dem Erfolg ausruhen? Ja, die Gans sagt nein. Wir sind noch ungeschlagen und schon sehr, sehr stark nach 25 Spieltagen. Wir haben 3 Unentschieden und seit dem 1. September nur gewonnen. Unser Erfolgsrezept ist, wir wollen immer gewinnen und das ist uns bis heute gelungen und ich hoffe, das wird noch vielmals so sein. Wiegand versteht es, aus allen Spielern die letzten Prozente herauszukitzeln und weiß auch, mit Rückschlägen umzugehen. Wir haben Spieler, die essen nun mal Schwademarebrötchen, die trinken Weizenbier und gehen morgens bis in die Puppen irgendwo hin. Und damit muss man umgehen als Trainer. Egal, ob es eine A-Liga ist, eine B-Liga, Kreisoberliga oder auch in der Hessenliga. Man muss halt nur sehen, dass man die Spieler irgendwann einfängt und dementsprechend auch klar macht, wo sie spielen und für wen sie spielen. Für die neue Saison in der Gruppenliga ist die Zielsetzung klar. Der Andreas Möller und ich haben uns schon einiges vorgenommen für die nächste Saison. Wir wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln und wollen sehen, dass wir so früh wie möglich unsere Punkte sammeln. Denn unser Ziel ist ganz klar, wir wollen langfristig in der Gruppenliga bleiben. Andreas Möller als ausgewiesener Fachmann und mittlerweile bald B-Scheininhaber. Von ihm erhoffen wir uns hier nochmal einen richtigen Schub, um die jungen Leute auch nach vorne zu bringen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt am Ende des Tages.